Bist du finanziell unabhängig? Hi, wir sind heute in der Filiale am Rote Büblatz und gemeinsam mit Jenny werden wir das Thema finanzielle Unabhängigkeit näher beleuchten und natürlich, was wir für Tipps für Frauen haben. Also kommt mit. Hi Jenny. Hallo. Gern wollte ich dich fragen, ob du ein paar Tipps für mich hast für finanzielle Unabhängigkeit. Klar, da habe ich was für den direkten Start. Nimm doch Platz. Super, dankeschön. Unabhängig von zum Beispiel deinem Partner oder deiner Partnerin wirst du nur, wenn du dein Geld wirklich in die eigene Hand nimmst. Hier kommen jetzt von mir drei Tipps, wie du sofort mit der finanziellen Unabhängigkeit starten kannst. Tipp 1, check erstmal, wo dein Geld wirklich hingeht. Egal ob Streaming, Sport oder auch Make-up, schreib dir eine Liste mit deinen ganzen Ausgaben und dann siehst du schnell, was du im Monat übrig hast und sparen kannst. Tipp 2, mach dein eigenes Ding. Gemeinsames Konto mit dem Freund klingt vielleicht romantisch, ist aber nicht. Nur mit deinem eigenen Girokonto bist du wirklich unabhängig, egal ob die Liebe bleibt oder geht. Tipp 3, denk an die Zukunft. Die Gender Pension Gap ist real und vor allem riesig. Frauen bekommen fast ein Drittel weniger Rente als Männer und demnach kannst du schon mit kleinen Beträgen wirklich eine große Wirkung erzielen. Und noch ein Bonustipp. Beschäftige dich mit deinen Finanzen. Es gibt ganz viele Podcasts oder auch Blogs, wo Tagesgeldkonten und Co. erklären. Und auch wir haben immer wieder Beiträge, wie wir dir erklären, wie es klappt mit dem Money Mindset. Je mehr du weißt, desto besser stehst du finanziell da. Super, vielen Dank für die Tipps, Jenny. Ja, sehr gerne. Hast du vielleicht schon etwas zur Seite gespart? Dann leg es auf jeden Fall clever an. Wir von der Sparerbank helfen dir sehr gerne bei einem Sparplan, damit du finanziell deine Frau stehst. Mehr Infos findest du auf sparda-bw.de oder bei uns in der Filiale.